Was ist denn das Besondere vom Marstall? Das Besondere ist, glaube ich, das, dass es natürlich ein völlig neues Zelt ist, das von seiner Art und Weise, wie es gebaut ist, sehr, sehr viel Warmherzigkeit, sehr, sehr viel Liebe ausstrahlt und in den Farben natürlich eine sehr, sehr heimelige und ja, eine angenehme Atmosphäre ausstrahlt. Die Pferde natürlich im Allgemeinen, überall sieht man Pferde. Ja, es steht zu dem Namen Marstall, früher die königlichen Hofreitschulen. Alles in allem, gute Küche, eine tolle Stimmung, ich glaube, das ist das Besondere. Die Küche haben Sie schon angesprochen, was ist besonders zu herausstellen von der Küche? Ja, es ist einfach so, dass wir natürlich eine sehr vielfältige, breite Küche haben. Das heißt, wir haben vom Bio-Gericht über vegane Gerichte bis hin zu ganz traditionellen Gerichten, aber auch mehr Steak ist mit auf der Karte. Und alles in allem, glaube ich, wird bei uns ja jeder, der Hunger hat, auch zufriedengestellt. Gibt es ein besonderes Angebot zur Mittagswiesen? Ja, wir haben jeweils Mittagsgerichte unter der Woche, die sind vergünstigt. Und da muss ich sagen, wer da sagt, mittags möchte auf die Wiesen, der sollte durchaus mit uns reinkommen. Wie viele Plätze habt ihr jetzt herin im Zelt und wie viele draußen im Biergarten? Wir haben herinnen im Zelt 3200 und draußen im Biergarten nochmal gut 1000. Alles in allem so eine mittlere Größenordnung, aber das macht es auch irgendwie charmant. Ihr seid jetzt im Endspurt hier vom Aufbau, zwei Tage vor Wiesenbeginn. Schaut ja schon ziemlich fertig aus. Ja, es muss ja sein. Wie gesagt, es gibt noch kleine Feinarbeiten, aber alles in allem sind wir sehr, sehr startklar und jetzt darf es auch losgehen am Samstag. Dann wünschen wir euch eine hervorragende Wiesen, einen guten Wiesenstart. Erstmals als Restaurant-Wiesenwirt. Genau. Und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, eine gute Wiesen. Danke.